Nett. Bitte Spiel gönn, eine ordentliche Map. Ich habe Party-Luftschlangen bei. Gönn irgendeine ordentliche Map. Kein Müll. Kein Silent Hill. Naja, okay, kein Map Offering. Das heißt also, die Entwickler entscheiden. Bruder, ich bin noch mal weg. Ach nö. Warum? Ich hasse es, ich werde so dreckig spielen. Oh. Kleiner Hurensohn. Lightborn regelt, Motherfucker. Ja, komm. Ja. Dann werfe ich dich, Mother Earth, Junge. Mach kaputt einfach. Und schnell aufheben. Ist mir egal. Ist mir so dermaßen scheißegal. Du kommst nämlich hier hin. Wohin? Wohin? Wieso bin ich jetzt bodyblocked? Jetzt gehen wir in die Orks, okay. Karte kann ich mir erlauben und so. Ah, das andere. Okay. Komm hier raus. Dann wie jetzt, okay. Wenn ich das ja eine macht, dann ist mir auch egal. So wäre Maßen egal. Was fehlt dich? Fick dich. Und hoch mit dir. Und weißt du was? Ich spiele jetzt ähnlich wie ihr. Wir machen ja alles zu. Ab mit ihren Haken. Scheiße. Wo ist hier einer? Sieh hier einen Scheiß, Mann. Ja, ist klar jetzt. Ey, meine Fresse. Supportet die doch noch mehr auf dieser Scheiß-Map. Mit der Alarmanlage reicht ja noch nicht. Dass der Killer ein Scheiß hört. Das reicht ja noch nicht. So, wo ist wer? Da hinten sind sie. Am Laufen. Ist der Channel. Entgegen. Und weiter. Ja, ist doch klar, du kleiner Hurensohn. Komm her jetzt. Es reicht, du kleine Missgeburt. Du musst dich übertreiben, du kleiner Hurensohn. Fick deine Mutter, Junge. Deine hässliche, gottverdammte Mutter fick dich, Junge. Weil ich hätte da keinen Gen treffen sollen. Ja. Ja, fick dich einfach, du kleiner Spasti, Junge. Ich hol mir dich noch. Glaub mir das, du kleiner Wichser.
Das kannst du mir glauben. Ah shit, der ist zu nah hier. Kein Hurensohn. Vielleicht mehr checkt das aber nicht. Packs und Hit mit. Mach weg. Ist egal. Warte mal. Ne, das ist nicht. Natürlich. Natürlich, diese Scheiße von Frontal oder wie die Scheiße heißt, aber ist mir auch egal, wie die Scheiße heißt, weil es ja eh Survivor-Faktor. Los, fordert dein Tribut. Ja, natürlich sind das auch noch solche Forts. Mach mal hier eine Falle hin. Und natürlich kriege ich auch scheiß Silent Hill. Ich hasse diese gottverdammte Map. Aber stimmt, ich kann ja nichts aufheben. Egal. Hat das auch so ein Müll? Kann hier nichts aufheben, ey. Was soll ja Müll? So. Killer haben ja noch nicht genug Nachteile. In diesem Drecksgame. Aber ich weiß, wo sie hinwollen. Da wird alles zugetrappt. Ja, ist okay. Dauert noch länger. Warum hat der überhaupt einen Einzel? Warum wird der eh gemobbt von den Entwicklern? Von Drecksentwicklern, ey. Okay, hier ist niemand. Gut. Dann mach mal Hallo. Ja, das ist auch super. Dass an manchen Stellen keine Fallen platziert werden, finde ich auch super. Ist hier überhaupt nicht irrelevant. So, mach mal hier. Gut, geh zum anderen Gen hier. Genau zu dem hier. Alles klar. Ja, ist klar. Ja. Hallo. Platzieren. Lass mich raten, die hat das gesehen. Lass mich nicht überraschen. Wenn die Fotzen das wissen und keine Ahnung. Warte mal. Ist kaputt. Gut. Weiter. Da hinten. Wo? Der, okay. Aber da sieht man einfach, was ich für scheiß Gegner bekomme. Nice, du kleine Hure. Fick dich. Mach Falle zurück. Falle zurücksetzen, los. Ist mir egal. Heb sie auf. Nice. Nice, 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 nice. Wo ist der Haken? Scheiße. Ich... Ach Mann, ey, meine Fresse. Warum hat der als einziger einen Nachteil? Und du kleine Hure, was willst du von mir? Auf die Fresse oder was, du kleine Schlampe, hä? Fick dich, Fotze! Und sowas nennt man toxische, verfickte Community. Aber ich bin auch alles andere als fair. Wo bist du? Du Hurensohn. Komm her, Junge, ich fick deine Mutter, Junge. Fühlt sich immer noch so cool, ja? Ja, komm, lass blende. Ja, komm, komm. Blend noch ein bisschen, komm. Alles klar. Mhm. Ja, der wird natürlich protected, der kleine Hurensohn. Aber ich muss zum Gent, ich muss zum Gent. Es geht nicht anders. Bei, da hinten. Sie holen. Sie haben Janus. Ist egal. Sollen sie doch. Ja, renn mit mir das nach dem Bug. Du kannst ja, weil die Entwickler Hurensöhne sind. Die nichts können. Ist hier irgendwo. Genau, hier muss ich ran. Ich muss sie schlagen. Mir sowas von scheißegal. Wenn ich den ihre Mutter schlage. Ist mir auch egal. Ich sag mal so, normalerweise beleidige ich keine Eltern, aber dafür, dass sie die in die Welt gesetzt haben. Sowas, dafür müssen die sowas von beleidigt werden, vor allem für dich, du kleiner Huren, Junge. Weil so ein toxischer Hurensohn wie der hier, nee, yes, jetzt hab ich euch, ihr kleinen toxischen Mistkerle. Ich hab doch gesagt, ich ficke euch alle, oder hab ich das nicht gesagt? Dann tut mir das nicht leid für euch. Alles klar, protecte die toxischen Mistkerle noch mehr.
Machst du noch nicht genug Spiel? Nee, nee. Meine ich nur. Alles klar. Ja, ist klar. Wo ist sie? Ja, komm. Komm doch, kleine Hure. Trau dich. Ey, Mann, ey, die sind so scheiße toxisch, die Schweine. Habe ich noch eine Falle? Nee. Ich kann noch keine aufheben. Auch super, dass der Killer noch mehr Nachteile hat als ohnehin schon. Das ist auch echt asozial. Je, alles, was sie machen, ist einfach gegen den Killer. Kann man mir sagen, was man will. Es stimmt halt einfach nicht. Ja, komm doch her. Meine Fresse, ja, mach die Scheiße hier weg. Meine Güte, ey. Ich muss eigentlich verhindern, dass der eine Typ da hochkommt. Aber die gibt trotzdem einen mit. Ist okay. Ich renne aber wieder zurück zu ihm. Einem darf nicht hochgeholfen werden. Wo ist er? Lass mich hier. Geil. Keine Ahnung, wo er ist, ist egal. Ist sowas von scheißegal. Da seid ihr. Ja, geh ruhig nach draußen, ist okay. Dreck gehört da ja auch nach draußen. Weil solche toxischen Mistkerle sorgen dafür, dass die Killer keinen Bock auf die Runde haben. Und das muss nicht sein. Fuck doch den Killer nicht ab, ihr kleinen Bastarde. So. Okay, sie wurde hochgeheult. Ist halt so, leider. Aber ist okay. Oh, geil, da hinten. Also geil, dass mir was angezeigt worden ist. Hallo! Meine Fresse, das ist auch unter aller Sau. Meine Fresse, ey. Nur gegen den Scheiß... Nur gegen den Killer sind die Entwickler. Alles, was sie machen, ist gegen den Killer. Da kann man mir nichts sagen. So, weil es stimmt nicht. Ich nehme dich auch ins Spiel. Oder auch nicht. Weil er zum Glück reingefallen ist. Und du kommst jetzt auch an Haken. Weil es mir reicht mit dir. Sollen sie doch mich verfolgen. Sollen sie herkommen. Die haben eh keine Gems mehr gemacht. Kleinen Bastarde. Haben die nicht anders verdient, ey. Weil sowas wie die sollte einfach kein Dead by Daylight spielen. Spielt vernünftig oder gar nicht, ganz einfach. Fuck den Killer doch nicht ab. Nur weil ihr kein Leben habt, müsst ihr dem Killer nicht auf den Zeiger gehen, meine Fresse, ey. Darf Düstere sich mal entwickeln? Ich bin beim nächsten Gen, was soll die Scheiße? Was will ich campe den? Wollt ihr mich verarschen oder was, die scheiß Entwickler? Ich weiß schon, warum ich sage, dass die Entwickler die größten Hurensöhne von allen sind. Was heißt das? Hier ist Camp Rage. Ich bin 1000 Meter weit weg gefühlt. Ist Camp Rage. Weil ist ja für die Survivor gut. Ist ja gegen die Survivor. Gegen Dreck Survivor. Die könnten wissen, dass ich nicht zurücksetzen darf. Also nichts mitnehmen kann. Aber andererseits, die sind in ihrem eigenen Ego gefangen. Also wer weiß, ob die den Scheiß überhaupt wahrnehmen. Ist mir bewusst, wo ihr seid. Ja, ich muss hier in diesen zwei. Aber da auch anscheinend. Ja, komm her, du kleiner Hurens. Komm, Junge, komm. Ich mach dich kalt, Junge. Ich mach euch alle kalt. Gut, zurücksetzen, schnell. Muss schneller gehen, Crap. Hallo. Und das auch. Meine Fresse, ey. Diese Sicht auf dieser Map, dann noch die Alarmanlage, das sind asoziale Moves von den Entwicklern mal wieder. Die natürlich wie immer gegen den Killer sind. Nice. Ihr seid so dämlich. Nein. Hast du Glück gehabt, du kleiner Hurensohn, dass du protected was von dem Drecksgame wie nichts. Sonst fick ich deine Mutter, Junge. Wenn du nicht protected was. Du kleine Schlampe, hä? Ja, ist klar. Ist okay. Wird ja eh protected. Wird ja protected. Das muss man gar nicht drüber reden. Es ist so. Man sieht es einfach. Und jeder, der das nicht sieht, ist blind oder verblendet. Ganz einfach. Verpiss dich, Hure. Fuck doch nicht ab. Das muss halt nicht sein, so ein toxisches Verhalten, meiner Meinung nach. Aber gut, DBD nicht toxisch ist wohl nicht vorhanden. So, verpiss dich von hier. Nice. Wo? Hier. Okay, dann gehen wir direkt hier hin. Ja, ist doch gut jetzt! Warum hat der Nachteil?
Warum wird der gemobbt von den Scheißentwicklern? Meine Fresse, ey. Nice. Kleine Hure. Okay. Wobei, nee, das ist ein Fehler, glaube ich. Ja, ich muss zurück, ich muss zurück, ich muss zurück. Auch wenn ich nicht verstehe, warum der so gemobbt wird von den Scheißentwicklern. Er ist der einzige Killer, der einen Nachteil hat durch sich selber. Das muss nicht sein. Okay, sie sind zu blöd dafür, gut. Gut, 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 dass sie dumm ist. Dass sie, denen ihr Ego zu viel wiegt. Das ist gut. Weil die hätten die Zeit gehabt, den Scheiß zu machen. Safe hätten die gehabt. Aber ich habe auch falsche Denksausstattung dabei. Ich habe nicht gewusst, dass es einen Nachteil hat. Ich weiß nicht, ob das früher einen Nachteil hat, aber es mir auch gerade voll egal. Es fuckt mich halt ab, dass ich als Killer einen Nachteil habe. Bei eigenem Add-on. Was soll die Scheiße? Wollt ihr mich eigentlich ficken? Die Scheißentwickler. Als wäre das Spiel noch nicht schlimm genug. Und man sieht ja, warum es ist. Die Survivor dürfen so toxisch sein, wie es ist. Sie kriegen noch Dinge dafür in den Arsch gesteckt. Ja, komm doch. Ich weiß, dass du mich da reingebaitet hast. Mir war scheißegal. Weil dein Drecksmate hier auch in der Falle ist. Ja, ist klar, ey. So toxisch wie nichts, ey. Müssen natürlich so toxisch sein wie nichts. Ich weiß noch nicht, ob hier alle waren oder nicht. War mal wo? Hier hinten, okay. Ja, ich laufe nicht mit euch. Ihr könnt alleine laufen. Was, ich laufe mit euch weg von den Gents? Ihr seid dumm, nicht ich. Und leidet an... Ja. So, und wenn ich schlage, ist mir so scheißegal inzwischen. Weil, warum nicht? Weil so wie es abgetrappt ist... Pech gehabt. Komm her, Schlampe. Was für? Na komm, kommst hier nicht raus. Außer du gehst rein in die Trap. Ja, ist klar, als ob da auf einmal eine Trap ist, Alter. Bei denen ihrer Mutter ist auch eine Trap zu Hause, oder was? Egal, die werden ja eh protected. Das steht ja fest, ey. Meine Fresse, alles für die Survivor, ey. Ja, genau, die dürfen auch so toxisch sein, wie sie wollen. Dürfen frontal... Da wird nichts gegen gemacht. Komm her, du kleiner Hurens. Renn in die Falle hier rein. Ah, ne, hat sich das gemerkt sogar. Blöde Sau. Du bleibst geslagt am Boden. Und wenn ich deine Mutter währenddessen ficke. Und der erstmal und die erstmal was zu hören bekommt, Junge. Dafür, dass sie dich in die Welt gesetzt hat. Weil das hätte nicht sein müssen. Dass sowas in die Welt gesetzt worden ist. Weil hat's ja nötig, den Killer abzufucken in Dead by Daylight. Da sieht man einfach, wie manche Menschen das einfach nötig haben, den Killer abzufucken in dem Spiel. So lächerlich. Haben die nichts Besseres zu tun in meinem Drecksleben? Ach nee, haben sie nicht. Sieht man ja. Ist mir scheißegal, was ihr da für einen Lärm veranstaltet. Es juckt mich nicht. Hier. Wir haben ihn hochgeheilt. Natürlich helfen sie. Nein, Arschloch. Aber weißt du was? Ich häng mal auf, ich kann es mir erlauben. Muss ja aufpassen, nicht in die Falle zu laufen. Danke dir, du dumme Schlampe. Nein, Spaß würde ich natürlich sagen, wenn es nicht toxische Missgeburten wären. Verdient. Absolut verdient. So, kurz. Hoch an den Haken. Weil ich nicht weiß, ob düstere ist. Ist das düstere? Nein. Ist egal. Yes. Sehr geil. Dann gehe ich erstmal hier rein. Nice, ich blockiere. Gut. Das ist gut. Du bleibst erstmal liegen hier. Nevermind, cool. Ich weiß jetzt noch nicht, wer von euch wer ist, weil ich darauf absolut nicht geachtet habe, aber gib mal her. Ich darf die nicht mal entschärfen, geil. Add-on, was sich selber zerstört, geil. Werde ich nie wieder mitnehmen, den Scheiß. Lohnt sich einfach nicht. Auch wenn es funktioniert hat, aber es liegt eher mehr als wie an dem Drecks-Add-on. Warum hast du Nachteil bei deinen Add-ons? Absolut Schmutz. Genauso wie die Map, aber ich freue mich, dass ich hier gut abgeliefert habe, trotz der ganzen Scheiße, die absolut nicht sein muss. Weil ich sag mal so an sich, stört mich halt einfach, dass die so toxisch sein dürfen, wie sie wollen. Gegen das Campen wird was unternommen, aber gegen toxische Survivor ein Scheiß wird da gemacht. Ein Scheiß.
Und das stört mich halt einfach. Weil das hat nichts mit fairem Gameplay zu tun. Das hat absolut nichts mit fairem Gameplay zu tun. Genau, die kriegt ja noch angebliches Camper-Scheiß oder was? Mhm. Ja, hab ich sowas von am Haken gekämmt. Scheiß Drecksentwickler. Schieb den doch direkt den Sieg in den Arsch rein. Ich weiß nicht, was die Hintergründe von den Entwicklern sind, aber es ist asozial. Jetzt kriegt die locker die Hedge. Wird belohnt für toxisches Spielen. Ich habe besser gespielt als die. Ich habe mir den Arsch abgedingst. Nicht die. Die müssen ja nichts machen, um zu gewinnen. Ja, genau, ey. Natürlich wird sie noch für ihr toxisches Verhalten belohnt. Meine Fresse, ey. Und deswegen gibt es auch einen Stern, weil es reicht. Das muss nicht sein, dass sie für toxisches Verhalten belohnt werden. Auch wenn ich dafür, dass das so ein Müll war, eine gute Partie hat, aber die werden trotzdem gemeldet. Sowas geht nicht. So spielt doch vernünftig, statt den Killer abfucken zu wollen. So. Meine Fresse. Haben es aber auch dringend nötig, ey. Meine Güte, ey. Habe ich echt so viel durch Partyluftschirm bekommen anscheinend, ja. Cool. Cool. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Der hoffentlich ein bisschen entspannt.